Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Amen. I want us to give the Lord a round of applause. Ich möchte einmal, dass wir unserem Herrn applaudieren. Thank you so much, sir. We bless you. Danke. On behalf of the entire church. Please be seated. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. You must be blessed. Du musst gesegnet sein. We must be blessed. Wir müssen gesegnet sein. The devil is in trouble. Der Teufel hat jetzt Probleme. In deep trouble. In großen Schwierigkeiten. Because every way. Denn auf jede Art und Weise. Or let me say it like this: every one of his ways. Oder lass mich das so formulieren: jede Art seiner Wege. Is revealed. Wurde jetzt gezeigt. And the Lord is closing them. Und der Herr schließt die. So that you and I can be blessed. So dass du und ich gesegnet sein können. We give God praise. Wir verehren unseren Herrn. Do the message. Pastor says something. Wisst ihr, während der Botschaft sagte der Pastor etwas. If we didn't hear anything at all today, wenn wir auch heute nichts gehört haben sollten, that alone, das alleine is a deliverance. Ist eine Freisetzung. The thought, die Gedanken. Let's not be deceived. Lass uns nicht betrügt sein. Let's not be overprotective of the material things that we are. Lass uns nicht übersensibel sein mit den materialistischen Sachen, the enemy die wir haben. Is not after those things. Der Feind sucht nicht nach diesen Sachen. He doesn't drive car. He doesn't drive car. Er fährt keine Autos. He doesn't need your money. Und er braucht das Geld nicht. He is after here. Und er geht nach den Gedanken. He doesn't want us to think right. Er möchte nicht, dass wir richtig denken. That's why he bombards us with a lot of negative thoughts. Deshalb bombardiert er uns mit negativen Gedanken. And that affects our strength. Und das hat einen Einfluss auf unsere Kraft. You know, when you have too many things to think about, you are powerless. Wisst ihr, wenn du zu viele Gedanken hast, dann bist du kraftlos. But when you have the right thoughts, aber wenn du die richtigen Gedanken hast, power comes from nowhere. Dann kommt Kraft von irgendwoher. And the right thought is with Jesus. Und die richtigen Gedanken sind mit Jesus. You know, sometimes our pastor is very acrobatical and we think it's funny. You know, it's really funny. Wisst ihr, manchmal unser Pastor ist sehr akrobatisch und wir denken, es ist witzig und es ist es auch. But as a preacher, you need to have do a lot of things to make sure that the people God has given to you be blessed. Aber als ein Prediger müssen wir einiges machen, dass die Leute das wahrnehmen, um gesegnet zu werden. If I can do as Pastor did, she heard, she moved, and then she touched. Und dann, wie er vorgemacht hat, sie hörte, sie geht einen Schritt nach vorne und berührte. Every barrier has been broken in Jesus' name. Jede Barriere wurde zerstört in Jesu Namen. You know, can we give God a clap offering for this man that he has given to us? Können wir einmal Gott dankbar sein für diesen Mann, den er uns gegeben hat? God continue to bless you, sir. Möge Gott dich weiterhin segnen. The Lord continue segnen. To empower you. Möge er dich weiter Kraft geben. The Lord continue to strengthen you. Möge er dir weiterhin you Kraft will geben. Never go low. Du wirst niemals erniedrigt werden. The Lord will make you first among equals. Der Herr wird dich immer als Erster setzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. So we are moving forward. Wir schreiten weiter vor. If today is your first day. Wenn heute der erste Tag ist. That you are worshiping with us here. Dass du bei uns hier Gemeinschaft feierst. On a Sunday like this. An einem Sonntag wie heute. We want to recognize you by identifying, you know, raising your hands. Möchten wir dich gerne wahrnehmen, indem du deine Hand einmal hebst. Identify yourself by raising your hands. Du kannst einmal gerne deine Hand erheben. Maybe you were here during the week. Vielleicht bist du auch hier in der Woche. But then if today is your first day on a Sunday like this. Aber wenn heute der erste Sonntag ist. We want to welcome you specially. Dann möchten wir dich ganz herzlich willkommen. Is nobody? Ist keiner da? Tell your neighbor. Sag zu deinem Nachbarn. Next Sunday. Nächsten Sonntag. You're not
I can only hear from the choir. Please tell your neighbor. Bitte sag einmal zu deinem Nachbarn. I'm watching you. Ich beobachte dich. Tell your neighbor. Sag zu deinem Nachbarn. I'm watching you. Ich beobachte dich. Next Sunday. Nächsten Sonntag. Bring someone along. Bring jemanden. Amen. Amen. If you have celebrated your birthday. Wenn du deinen Geburtstag gefeiert hast. Your birthday on a from Monday to a day like this today. Von Montag bis heute, wenn du Geburtstag gefeiert hast. We want hast, to celebrate with you. Möchten wir gerne mit dir feiern. Can you also identify yourself by raising your hands? Kannst du einmal deine Hand erheben? There are a lot of people that are born in the month of December. Da sind viele Leute in den Geburtstag. Church, can we please sing with our brothers? Happy birthday song. Happy birthday. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday. Whichever language, someone have just made the it's a blessing. Yes, yeah, it's a blessing. Amen. Chocolate. If I sing Denmark for you, well, I want to save my Danish now. Today at the Jerry's first sales day. Hurrah, hurrah, hurrah. Hansika sein Gewiss for some hand. Ha önsket sei I o medaille Schokolade. Okay, okay. I know what you are thinking right now. Jerry, only you. I like the food part. Yes, now. Whenever they are singing, I'm waiting for chocolate and. For my own. They will speak plenty language. God bless you, sir. God segne dich. We celebrate with you. Wir feiern mit you dir. You are never alone. Du bist niemals this is alleine. Our culture in this place. Das ist unsere we Kultur. Celebrate with the celebrants. Wir feiern mit dem, der feiert. Because God wants us to be celebrated. Denn Gott möchte, dass wir gefeiert werden. The Lord promotes you. Möge der Herr dich. The Lord advance you. Segnet, der dich nach vorne bringt. You shall go forward. Du sollst immer nach vorne schreiten. You shall excel in life. Du sollst im Leben erfolgreich sein. The Lord bless you. Möge der Herr dich segnen. Specially. Ganz auf besondere Art und Weise. In the name of Jesus. In Jesu Namen. You shall be above only. Du sollst immer oben sein. You shall not be the tail. Und du sollst niemals am Ende sein. Everything you touch. Was auch immer du berührst. Everything you see. Was auch immer du siehst. Shall be blessed. Soll gesegnet everywhere sein. Everywhere you go. Auf jeden Weg, den du gehst. You shall be blessed. Sollst du gesegnet everywhere sein. Everywhere your name is mentioned. Wo auch immer dein Name genannt it wird. It shall be for blessing. Es soll für Segen sein. No evil shall befall you. Keine bösen Sachen sollen auf dich so, kommen. So for in Jesus' mighty name we in pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Happy birthday. Happy birthday. And I'm happy. I'm counting. We will take our announcement and then we will take our offering. Es kommen einmal die wöchentlichen Ansagen und dann nehmen wir unsere Kollekte ein. Our announcement is our activities in the church for the week. Unsere Aktivitäten in der Woche.
No, not anymore. Okay. The church activities run like this. Die Aktivitäten in der Kirche. On Wednesday. Mittwochs. We have Bible studies. Haben wir Bibelunterricht. And so many things. You know, I say it like this. So many things you must have been hearing on the Sundays. Es gibt viele Sachen, die du sonntags gehört hast. When you want to go deep into God's word. Wenn du richtig tief ins Gottes Wort einsteigen möchtest, you want to know more, wenn du mehr erfahren möchtest, where you can ask questions, wo du auch Fragen stellen kannst, Wednesday Bible study is the place. Mittwochs Bibelunterricht, da ist die Stelle. Und and it starts at 6:30. Und wir beginnen um 18:30 Uhr. So you're welcome to be there. Also ihr seid herzlich eingeladen. That's a place where the teaching is taken in depth. Das ist der Ort, wo ja, die Lehre in die Tiefe geht. And you can understand more. Und du kannst noch mehr verstehen. About God. Über Gott. And on Thursday. Und donnerstags. Is a prayer meeting. Ist unser Treffen Gebetsstunde. Where we come together again and pray. Wo wir zusammenkommen, um zu beten. Where we pray and pray and pray. Wo wir beten, beten und beten. Someone says we pray so that we will not be a prey. Einige sagten, wir beten, dass wir kein Gebetsanliegen sind. So that we will not be a prey to the enemy. Ach so, dass wir kein Opfer sein werden für den Feind. That's where we where is why we pray. Das ist der Grund, weshalb wir beten. And on Saturdays, the time is 7:00. Samstag 17 Uhr. No, prayer meeting is 7:00. Ach so, die Gebetsstunde ist 19 Uhr donnerstags. And I think it runs for an hour. Und es geht ungefähr eine Stunde. So, on Saturdays. Samstags. You need to be at the Bible studies. Musst du beim Bibelunterricht sein. I've peeped through the door and see. Jugendbibelschule. I know it's not just for teenagers. Es ist nicht nur für die Teenies. It's for the youth. Es ist für die Jugend. And it was clearly announced that the youth starts from 13. Und es wurde gesagt, dass die Jugendlichen ab 13 until bis maybe 90. Vielleicht 90. You know, the old people, they don't want to hear that. You're telling them that they're old anymore. Wisst ihr, die älteren Menschen wollen nicht hören, dass ihr sagt, dass sie alt sind. So they want to be active also. Die möchten auch aktiv sein. And they see themselves as youth. Und die sehen sich selbst als die Jugend. But then it's not just for the teenagers. Also es ist nicht nur für die Teenies. It's for every one of us. Es ist für jeden einzelnen von uns. For all of us. Für uns alle. If you haven't been to, and even if you have been to a Bible school before. Auch wenn du an einer Bibelschule schon mal warst. We learn and learn and learn. Wir lernen. You cannot know everything about God's word. Du kannst nicht alles über Gottes Wort schon wissen. God revealed himself in mysterious ways. Gott zeigt sich auf verschiedene Arten und Weisen. His word says his word is new every morning. Und sein Wort sagt, dass sein Wort jeden Morgen neu ist. So we are welcome to the Bible school. Also wir heißen dich herzlich willkommen für it die Bible runs Schule. For just an hour. Es ist ungefähr eine Stunde geht das. From 5:00 p.m. to 6:00 p.m. 17 Uhr bis 18 Uhr. And the time is very tack precise. Die Zeit ist sehr präzise. So be there. Also sei da. And shall we be up standing? Können wir uns nochmal hinstellen? God bless you. Please stand up on your feet. Gott segnet euch. Steht nochmal kurz auf. It's time to give our offerings. Es ist Zeit, unsere Kollekte einzunehmen. As the choir give us a beautiful number. Und unser Chor gibt uns ein schönes Lied. We come forward and give our offerings. Und wir kommen nach vorne, um unsere Kollekte abzugeben. And dance. Und zu tanzen. I used to know a pastor. Ich kannte mal einen Pastor. I haven't seen him in many years. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. He said he's not, God is not interested. He said your money is good. Er sagte, dein Geld ist gut. But God is not interested in your money. Aber Gott ist nicht an deinem Geld He interessiert. Wants you to dance. Er möchte dich tanzen sehen. So please, as you come forward, dance. Also jetzt, wenn du nach vorne kommst, tanze. Dance. Tanze. I'm not tired of receiving.